Also herzlich willkommen zum Digitec Podcast mit mir und Philipp Brüeg, am Simon Balisan und heute mal wieder mit einem Gast, und zwar Martina Gassner vom SRF Digital. Vielen Dank für die Einladung, hallo miteinander. Es ist mir eine grosse Ehre. Wow. Ja, es ist uns eine grosse Ehre, dass du dir Zeit genommen hast, um hier bei uns mitzumachen. Und genau, wenn man denkt, ihr macht ja einen ähnlichen Podcast, oder man muss umgekehrt sagen, wir machen vielleicht einen ähnlichen wie ihr, weil euch geht es ja schon viel länger, der SRF Digital Podcast. Wie lange gibt es den schon? Wir haben gerade unsere 200. Folge ausgestrahlt und das ist noch ein bisschen beschissen, wir tun einmal so ein paar Folgen zurück, also es sind schon ein paar mehr als 200, aber ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr etwas Ähnliches macht und ich bin ein grosser Fan von euch beiden und ganz speziell auch noch von Simon, weil seine bissigen Kommentare, die sprechen mir auch mal aus dem Herz und ich würde mir wünschen, wir hätten auch einen, der so ein bisschen fieser ist. Ja, das Blatt vor's Mund nimmt. Ja, gut, eben. Ja. Gut. Du, ich bin im Fall übrigens letztes Mal, ist einer auf mich zugekommen, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe im Podcast, ich glaube nicht, sind wir irgendwie so draussen am Glühwein trinken gewesen, vor Weihnachten irgendwie halt auf Abstand, was weiß ich. Da kommt einer so wirklich zielgerade auf mich zu. Sagt so, du bist doch der vom Digitec-Podcast, ich höre euch immer. Super Humor, das mit dem Halbwissen müsst ihr noch dran arbeiten. So, ja, gut. Aber es ist schon so ein bisschen Fame schon. Ja, das ist, du musst einen Artikel dazu schreiben. Gewisse würden das jetzt machen, weißt du, Simon? Ja, natürlich, genau. Nein, wirklich. Ja, ich kann nicht mehr durch Zürich laufen, ohne erkannt zu werden. Ja, genau. Ja. Oh, leck mir mal, schicke ich. Dann könnte ich wirklich mich so zu dem Arschloch anstellen, wo ich eigentlich wirklich bin. Jetzt wissen alle Bescheid, Simon. So ist es, ja, genau. Hey, genau, falls ich neben heute ein anders stehe oder dass ich lauter ist, dann liegt es daran, dass ich so ein neues Mic teste. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal angekündigt, dass ich jetzt versuche, jede Woche ein neues zu testen. Und jetzt fange ich mit dem Yeti Blue X, glaube ich, heisst es an. Ohne Effekt noch drin, damit man es möglichst gut vergleichen kann. Und ich kann es auch nicht eben, wir haben es vorher schon angesprochen, wirklich, ich darf den Tisch nicht anlangen, weil sonst... man hört alles. Ja, gut, das schneide ich jetzt extra nicht raus. Weil, komm, mach den Tischtest, ich mach auch. Bei mir gehört man nicht, gell? Ja, gut, ihr schiessen, ihr habt den Arm. Ohne Spinnen kann ich es eben nicht an den Stativarm so anmachen. Und jetzt haben wir alle Hörer verloren, die keine Ahnung vom Mikrofon haben. Ohne Spinnen kann ich es nicht an den Stativarm antun. Das ist jetzt so abstrakt. Ja, den kann ich nicht ins Bild reinnehmen. Ja, jetzt, wo alle im Homeoffice hocken, interessieren sich vielleicht die Leute mehr für Mikrofon. Ja, das ist so, ja. Darum, ja, vielleicht dann das. Die sind ja noch relativ preiswert. Genau, also wir fangen zuerst an wir quatschen ein bisschen über das SRF und so Digitalstrategie, digitale Transformation. Natürlich jetzt auch gerade in dem letzten Jahr ist das sicher interessant gewesen. Und dann kommen wir erst nachher zu den News. Wir haben auch wieder ein paar Serien, die wir geschaut haben, zumindest ich. Ja, ich bin nicht mal sicher, ob ich schon darüber gequatscht habe. Sonst mache ich es nochmal, weil sie so gut ist. Weil ich Cobra Kai. Ja, ich bin wirklich nicht mehr sicher, ob ich über die geredet habe. Du hast sicher schon mal darüber geredet, aber nicht über die neue Season, glaube ich. Okay. Und dann haben wir noch ein paar Games. Und Martina, hast du Hitman, hast du noch ein bisschen zocken? Ja, ich habe gestern die erste Mission erst gespielt. Und ja. da können wir sehr gerne drüber reden. Sehr gut, sehr gut. Also die andere, die Tutorial-Mission oder die wirklich erste Mission? Die wirklich erste Mission, also die in dem Tower. Ah, nein, ja, genau. Ich bin natürlich im Tutorial 5 tausendmal irgendwie aufgeflogen, weil ich irgendwie, ja, aber können wir darüber reden. Ich genau, dann habe ich dann auch Fragen dort. Also komm, dann fangen wir doch mal an mit, eben, du arbeitest eben beim SRF Digital und vielleicht erklären wir doch mal kurz, was du dort machst, neben Podcasten und... Wir sind Fachredaktion für Digitales, das heisst, wir machen, glaube ich, eigentlich so etwas, was ihr macht, ein bisschen weniger auf Produkt. Also wir berichten über alles, was in der digitalen Welt passiert. Und mein Job ist spezifisch Games. Also ich bin damals schon als Game-Redaktorin eingestellt worden und darum kann ich eigentlich Jahr ein, Jahr aus mir irgendein Game-Thema aussuchen und das beim SRF auf allen Kanälen präsentieren. Und das ist noch geil, weil so als Fachredaktion gehörst du niemandem, sondern du hast quasi einfach das Programm, das du allen anbietest. Das heisst, ich mache so jede Woche Bericht zum Teil für das SRF 1, was eher so ein älteres Publikum ab 60 ist, für Virus oder manchmal auch für Tagesschau. Und das ist echt noch cool, so, weil
man ist so ein bisschen wie ein Lehrer. Man muss immer so ein bisschen studieren, mit wem reden wir und wo reden wir und wie muss man dann reden. Und im Prinzip ist immer das gleiche Thema. Und ich finde das noch geil, weil so wird es nie langweilig. Mal abgesehen davon, dass ich eh immer über etwas reden kann, was ich persönlich und privat noch gerne mache. Und das ist echt noch ein cooler Job. Und wir machen eben auch mehrere Podcasts. Wir haben immer am Mittwoch das Geeksofa, wo es sehr ähnlich ist wie der Digitech-Podcast. Am Freitag der SRF Digital-Podcast, wo wir dann so ein bisschen alle seine Radioberichte zusammenfassen. Und jeden Montag machen wir ein Let's Play. Also es ist wirklich sehr vielfältig und es ist echt ein bisschen ein Traumjob. So. Voll, oder? Wie viele Leute sind ihr? Wir sind ein winziges Team. Wir sind 5 Leute. Ja, für Im Vergleich jetzt mit uns, wir sind in dem, wenn wir nur Digitech nehmen, sind wir schon, glaube ich, 7 oder 8. Wie viel? 8 sind wir sicher, oder? 8 sicher. Und ich gehöre ja eigentlich gar nicht wirklich zu Digitech, aber mache eben noch den Podcast. Ja, ja, nein, da haben wir schon noch ein bisschen mehr. Aber ist natürlich auch geil, wenn du kannst eben, das finde ich, ihr bearbeitet, das kann ja von wirklich einem Game-Test sein oder mal mit einem Schweizer Entwickler reden, bis zu wirklich so ein bisschen Grosslage-Games oder irgendwie. Das finde ich recht cool, was ihr alles könnt beachern, oder? Total, ja. Nein, es ist noch lässig. Und man kann sich das auch so ein bisschen aussuchen und das macht Spass. Und jetzt eben seit einem Jahr seit dem letzten März sind wir komplett im Homeoffice. Das ist echt... Beiträge auch vom Homeoffice aus und so? Alles. Ich war im ganzen letzten Jahr 3 Wochen im Büro gewesen, weil wir eine Fernsehsendung noch haben können machen. Darum, krass. Die machen wir dann vom Büro aus. Aber sonst wirklich, also das ist mein Schlafzimmer. Und da mache ich alle Let's Plays und eigentlich auch sonst alles. Damn. Ja, das ist noch crazy. Das ist eigentlich auch so, wenn wir eben gerade auf die digitale Transformation zu reden können. Ich habe das letzte Woche so einen Blogpost von einem gelesen im Zug von der CES, wo er so schreibt darüber, was denn eigentlich in seiner Firma die digitale Transformation vorantrieben hat. Und das ist, glaube ich, überall das Gleiche. Es ist weder der CEO noch der CEO irgendwas, sondern es ist einfach Covid-19. Und bei uns ist das auch ein bisschen so gewesen. Also plötzlich, Touchboom, vom einen Tag auf den anderen im letzten März, sind wir alle daheim gewesen. Ja. Ich habe lange beim Radio geschafft, oder beim Argovia und beim 24, und ich habe immer gesagt, das kann ich auch von zu Hause aus machen. Ich bin immer recht, weil ich halt das ein bisschen digital, ja, ich kann all das Zeug zu Hause und kann es auch wirklich, weißt, dann musst du nicht noch ins Büro, zum etwas fertig machen, sondern kannst es auch von zu Hause aus. Aber die meisten könnten das natürlich nicht. Und man hat sich auch direkt darum geschert, sich das irgendwie, gesagt, nein, das findet der Radio, muss von da stattfinden und so. Und dabei wäre es eigentlich voll easy möglich, wenn du jedem einen Laptop gibst und ein gutes Mikrofon und irgendwie eine Aufnahmesituation, die halb irgendwie funktioniert, kannst du locker Radio von dir aus machen, oder? Definitiv. Und ich meine, mit Let's Plays müssen wir ja nicht drüber reden. Das machen ja die allermeisten Leute sowieso ganz traditionell von zuhause aus. Mhm. Podcast aufnehmen sehen wir an uns jetzt gerade. Das ist auch sehr unproblematisch. Und wir haben wirklich Glück gehabt im SRF. Wir haben ich bin mir nicht sicher, ob es November oder Dezember war, haben wir uns alle die PCs weggenommen und jedem einen Laptop gegeben. Also das war perfekt timed gewesen. Das gleiche mit dem Telefon. Das ist auch noch Ende letztes Jahr passiert, dass wir alle umgestellt haben. Und somit haben wir wirklich einfach mehr Glück als Verstand gehabt und mega easy können wechseln. Ja, stimmt. Bei euch wäre es nicht ganz so einfach gewesen. Bei uns kannst du natürlich vieles... Können wir uns einfach organisieren oder über das Geschäft, was Material. Wenn wir jetzt etwas für Eigenbedarf und so brauchen, sind wir natürlich gut ausgestattet. Ja, ich finde auch, wir haben ja auch im März, seit dem März sind wir nicht mehr fast, also die einen gehen ab und zu, oder? Ins Büro, aber die meisten natürlich nicht. Und auch bei uns, wie bei dir, es ist ja ein digitaler Job an und für sich. Du kannst wirklich mega gut von die Heime machen. Let's Play ist bei uns haben wir noch ein bisschen Challenge, weil wir es jetzt das Zweite machen und dann musst du halt mit irgendwie, dass der andere kann zuschauen kann, wenn es nicht das Multiplayer-Game ist, das gibt damals noch eine Challenge, aber sonst. Und was hat sich jetzt, gerade im letzten Jahr, also weißt du irgendwie, ich habe jetzt gesehen, jetzt gibt es ja zum Teil die Let's Plays, laufen ja im Fernsehen und so, was hat es denn da sonst noch, also weißt du, beziehungsweise wie ist das Ganze abgelaufen, irgendwie, wie offen wird das entgegengenommen? Aber weißt du, SRF ist jetzt nicht bekannt dafür, dass jetzt alles irgendwie mega schnell läuft, oder? Definitiv, ja. Wir sind schon ein bisschen halt auch durch Grösse ein bisschen träger Verein. Und ich glaube, gerade wenn es um die digitale Transformation geht, dann ist halt schon so, das ist jetzt nicht durch Corona plötzlich gekommen, sondern eigentlich seit ich dort arbeite, das ist seit 2012, ist es immer ein bisschen so gewesen, dass es geheißen hat, online first und wir müssen mehr online gehen und wir verlieren die Leute auf den linearen Kanälen wie Fernsehen etc. pp.
Und das ist so ein Prozess, der schon lang läuft. Es hat viele verschiedene Formate. Also ich habe früher bei Virus moderiert und dort war auch schon immer, brauchen wir das Radio überhaupt noch? Hören die jungen Leute noch Radio? Machen wir nicht lieber online und Videos? Und wenn ich jetzt so auf Virus schaue, was die aktuell machen, die machen hauptsächlich Online-Format, Videos, so Zeug. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen die digitale Transformation, wo wir drin stecken. Das hat relativ wenig mit dem Jahr zu tun, aber wenn du siehst, eben, das SRF ist ein bisschen träge und bei euch geht es ein bisschen langsamer, definitiv. Also, ich habe das Gefühl, ich höre die gleichen Gebetgesänge von den oberen Rängen eben seit bald 10 Jahren. Und das ist so sehr, sehr ein langsamer Prozess, glaube ich, weil es zum Teil halt die Leute einfach auch noch an ihrem Fernseher hängen, oder? Und viele Leute sind schon lange dabei. Und es tut auch mir furchtbar weh, wenn wir aus eines Tages würde sagen, wir stellen den Radiosender ab oder so. Das tut nur schon mir weh und ich bin jetzt nicht gerade ein alt eingesessen oder irgendetwas. Das ist einfach schwer zum Teil, das einzugestehen und einzusehen, dass die Zeit verwandelt ist. Es geht, glaube ich, allen ein bisschen gleich. Aber sind denn nicht so die grössten Änderungen, die passiert sind in den letzten Jahren oder was du gespürt hast? Also, was ich vor allem gespürt ist natürlich, dass jetzt im Zug von 2024 ein Haufen so neue Gremien geschaffen werden, die in die Zukunft schauen und neue Konzepte ausarbeiten und so. Und das sind so SRF. Also, ja, ich habe viele Freunde und Freundinnen, die bei SRF arbeiten und die sagen mir alles gleich. Und es ist so, ja, es ist nicht, weißt du, es ist wirklich gut auf der einen Seite, das hat beide Seiten, oder? Das ist logisch. Es ist so wie der Bundesrat, der irgendwie auch sehr langsam ist, aber dann muss man dann irgendwann entscheiden und so. Viel Gremien, viel Change Manager und so. Und, ja, genau. Und ich bin gespannt, was die noch machen. Aber also Philipp, ich habe das Gefühl, ich habe dir da gar keine befriedigende Antwort, weil das sehen wir dann im Laufe der nächsten Jahre, gell? Genau. Was ist aber da zum Beispiel alles jetzt, aber wie ist denn jetzt mit den Let's Plays im Fernsehen gelaufen? Da hat einfach mal der Guido vorgeschlagen, wir machen das? Oder weißt, wie ist das überhaupt? Ist das einfach gegangen? Ja, relativ schon. Und zwar dank Corona. Also, wir haben schon lange mal gesehen, wir würden gerne etwas machen und hätten dann nicht Lust, irgendwie E-Sport-Format im Fernsehen zu testen. Andere Sender machen das auch schon lange und wir können da aufspringen. Und wir sind eigentlich immer sehr direkt abgewiesen worden von diversen Gremien, weil sie das nicht haben wollen. Und wo dann Corona war und von einem Tag auf einen anderen x Sportprogramm weggefallen sind und Haufen andere Sendungen einfach nur mehr können produziert werden, sind sie dann wahrscheinlich in die Schublade schauen von all den Projekten, die in den letzten Jahren gepusht worden sind und abgewiesen worden sind. Wo man schnell umsetzen kann, coronamässig, oder? Ja. Ja, und da sind wir natürlich wirklich sehr schnell gewesen. Also ich habe in der ersten Staffel nicht mitgemacht, aber dann in der zweiten Staffel. Wir haben zuerst Let's Plays mit Comedians gemacht und nachher so Let's Plays mit Experten. Und bei den Let's Plays mit Experten bin ich dann dabei gewesen. Und dort haben wir wirklich geheißen, okay, macht das. Wir finden das Konzept okay, probiert es aus. Und 3 Wochen später sind wir live im Fernsehen gewesen. Also es ist dann plötzlich sehr schnell gegangen. Es ist im Fall wirklich noch Arsch. Also auch mit unserem kleinen Setup. Wir sind, der Guido und ich, also mein Chef, der Guido Berger und ich, plus ein Experte, plus 2 Techniker. Also ich glaube, kleiner kann das Fernsehteam gerne um sie. Nichtsdestotrotz, dass alles in 3 Wochen auf beide Stellen ist, war schon noch ein Hassel gewesen. Also, aber das ist plötzlich dann mega unkompliziert und schnell gegangen und wir sind auch sehr glücklich darüber, wie es SRF uns mega freie Hand gelassen hat. Also wir haben zum Beispiel dürfen vorschlagen, was für Spiele und was für Gäste wir uns wünschen. Wir haben unter anderem mit Daniel Koch Pandemie gespielt, wo die Gremien obendran, ja, die sind gerne einverstanden gewesen mit dem Konzept. Der Guido und ich haben gesagt, wir sind überzeugt von dem und wir würden das gerne machen und die haben uns das einfach gelassen. Also wiederum ist man dann mega flexibel und hat sehr viel Vertrauen in die Mitarbeiter, auch wenn man nicht immer ganz so einverstanden ist und das habe ich sehr geschätzt. Und wie war die Resonanz auf die Let's Plays im Fernsehen? Unterschiedlich. Also wir haben natürlich nicht die beste Einschaltquote, obwohl wir einen Top-Platz hatten, immer so um die 8. Wir sind entweder am 7. oder am... Also recht gute Spielzeiten haben wir gehabt. Nicht so gute Einschaltquote, was wir auch gerne nicht anders erwartet haben. Das war eben auch noch ein bisschen undankbar gewesen, weil wir haben
Platz bekommen vom Sport. Also die Leute, die dort eingeschaltet haben, sind sich eigentlich gewöhnt gewesen, dass jetzt Fußball läuft oder irgendetwas. Und somit haben wir natürlich ein paar Leute verrückt gemacht, die gefunden haben, hey, geht's euch noch? Da soll Fußball laufen? Was sind jetzt da zwei Kleinen, die ein Videospiel spielen? Wiederum viele andere sind auch sehr positiv überrascht gewesen. Erstens, dass das SRF so ein Experiment wagt. Und auch, weil es zum Teil echt noch spannend war. Also ich habe es auch mega cool gefunden und ich muss mich auch jetzt noch zum Teil daran gewöhnen, ein Spiel wieder allein zu spielen und denke immer so, wo ist mein Skandinavik-Experte? Weil das hat echt, das hat mega gefetzt zum Teil, was die so für Wissen haben und wie auch die Spiele mal so ein bisschen zu spiegeln an der Realität, oder? Das ist recht cool gewesen, nicht nur für uns zu machen, glaube ich, auch für ein paar Zuschauer. Also es ist geteilt. Das ist tatsächlich, ich glaube schon mit Experten, das hat ja unser Stream im Flugsimulator hat das super funktioniert, wenn wir einen Pilot dabei hatten und das ist wirklich nochmal eine andere Dimension, das stimmt. Das ist natürlich sehr geil, wenn du im Fernsehen kannst. Ich bin mega überrascht gewesen, als ich es gesehen habe. Ich meine, ich habe seit 5 Jahren kein lineares Fernsehen mehr geschaut und jetzt auf Corona haben wir wieder so ein Tattoo-Abo gemacht, weil ich gefunden habe, ja, für all es funktioniert. Und dann nachher ist so am 8. in der Primetime Let's Play mit euch und so finde ich so, wow, krass, man, what? Ja. Also weißt du, wir haben das geschafft, oder? Aber jetzt hast du es gerade erklärt, so geil. Das ist schon cool. Es ist wirklich cool gewesen. Und da haben wir zum Teil natürlich auch mega crazy Rückmeldungen bekommen von Eltern, von unseren regulären Hörern, die so am nächsten Tag gesagt haben, einer hat irgendwie gesehen, wie ist es gegangen? «Ah, du, das Assassin's Creed, das da gerade neu rausgekommen ist, das hast doch du früher immer gespielt hast. Neue soll nicht so gut sein, oder?» Sind irgendwie so der Vater zum Sohn und der Sohn so, «Hä, wieso weißt du das?» «Ja, das haben sie gestern im Fernsehen, habe ich so Experten gehört, die das gesehen haben.» Und das ist natürlich mega cool, auch weil wir natürlich ein Publikum erreicht haben, das wir auf YouTube nie würden erreichen, oder? Ja, klar. Ja, logisch. Ja, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sogar meine Mami noch irgendwie aus Versehen mal reingeschaltet hat, aber ich meine, ja. Das wäre genau das. Sind meine Eltern mal fragen. Die haben zwar nicht gross Sport geschaut, vermutlich. Aber was glaubst du, wie geht jetzt das weiter? Also ich meine, jetzt der Sport läuft ja wieder, vermutlich immer noch nicht im gleichen Ausmaß, oder? Aber ja, also wie geht es weiter mit Corona, ist wahrscheinlich eine Frage, die wir uns alle stellen, oder? Ich persönlich gehe davon aus, wir werden nächstes Jahr um die Zeit immer noch im Homeoffice sitzen. Mhm. Ich hoffe, alle, die das Gegenteil behauptet, haben recht. Aber weißt du, ich meine, mehr mit euch, weißt du, jetzt das Programm, wo ihr jetzt plötzlich irgendwie Slots bekommen habt, oder? Im Fernsehen. Meinst du, ist jetzt einfach etwas Einmaliges gewesen? Und sobald wieder irgendwie das richtige Fernsehen kommt, dann wird wieder aufs Abstellgleis gestellt? Ich befürchte es ein bisschen, ehrlich gesagt. Um das ganz ehrlich auszudrücken. Ja, mal schauen. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendjemand wird bei uns stürmen und sagen, hey, wir brauchen euch wieder, wo sind ihr oder so. Das ist jetzt überhaupt nicht so. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir noch eine dritte Staffel mal machen dürfen. Aber ja, das ist eben auch wieder das träge SRF, oder? Wir haben bis jetzt ist das nicht ausgewertet und der Chef war noch im Vaterschaftsurlaub gewesen. Und das ist eben nicht so, als wären wir ein grosses Team, sondern wenn der Chef nicht rum ist, ist er nicht rum, dann läuft da nichts, oder? Ja, das ist klar. Und darum gut, jetzt mal schauen, wenn das ausgewertet ist und wenn dann die Gremien wieder zusammensitzen, was sie denn meinen. Aber das sehen wir ja bei uns. Ich meine, Digitec ist eine viel nerdigere Plattform, oder, als jetzt SRF. Und es ist jetzt auch nicht so, dass bei uns irgendwie so Zeugs einfach immer mega super läuft. Das ist auch irgendwie, egal ob jetzt unsere Let's Plays oder Göpp und so, das ist nicht irgendwie, dass der Leute Buden einrennen. Es gibt einfach extrem viel Konkurrenz und auf Hochdeutsch oder auf Englisch und das können die Leute anschauen. Es ist halt einfach nicht ganz einfach. Und da gibt es halt, zudem gibt es viel Konkurrenz und eben, wer halt will, irgendwie den Sport schauen. Das ist ja wieder konkurrenzlos eigentlich, oder? Definitiv. Aber ich merke schon, wir sind so in einer Nische, wo auch mega viele Leute sehr neidisch ist vielleicht das falsche Wort, aber doch auch das gerne hätten, was wir haben. Also wir haben zum Beispiel eine mega krasse Discord-Community, wo
mehrere Beziehungen entstanden sind, wo wir die meisten davon persönlich kennen. Das ist geil. Ja, schon eine Hochzeit eingeladen worden. Ja, nein, aber das heißt, also noch nicht, aber ich hoffe es schwer. Nicht. Ich hoffe wirklich auch auf bald mal SRF Digital Babys. Und ich bin mir recht sicher, auch die werden noch entstehen. Das ist natürlich schon etwas, wo andere davon träumen, dass sie ihre Community so gut kennen, wie wir es machen, dass die uns in so einem engen Austausch sind, wie sie bei uns sind. Also die Nische hat auch mega viele Vorteile und das ist sicher ein davon. Das finde ich auch Community in dem digitalen Bereich. Das kannst du, glaube ich, schon nicht vergleichen. Das kannst du irgendwie mit dem Fernsehen, auch mit dem Radio vermutlich gar nicht einholen, oder? Der direkte Austausch, das ist halt schon geil, ja. Wir müssen auch unseren Discord mal ein bisschen besser nutzen. Unbedingt, ja, Ich bin noch nicht ganz warm geworden, aber ein, zwei Mal bin ich gesehen, aber ich muss das stimmt wirklich, das haben wir letztens nämlich auch gesagt, weil es ist mega cool, wir haben ja auch irgendwie über 1000 Leute und so und es ist recht, es ist gerade immer etwas dort drinnen und so, aber irgendwie, ich habe den Zugang noch nicht so gefunden. Irgendwann muss wieder 20 Raben und Klick machen und dann muss ich wissen, wie dass man das Discord richtig bedient. Weißt du, ich bin jetzt wirklich mittlerweile schon so wie meine Eltern. Wie bedient man den Discord? Da kommt gar nicht raus. Komm nicht raus. Genau. Ja, ich meine, mit 38 jetzt ist es so ein bisschen... Ich bin nicht mehr der Jüngste, weißt du? Ja, definitiv. Ich passe vieles. Snapchat habe ich probiert und so, aber geht nicht mehr. Jetzt kostet auch Zeit. Definitiv, aber es lohnt sich mega. Und das Gleiche haben wir eben auch in unserem Fernsehformat gemacht, oder? Das ist uns mega wichtig gewesen. Erstens, dass wir den Chat eingeblendet, live. Das hast du, glaube ich, noch nie können, dass du einfach ins Fernsehen hast können schreiben, gerade direkt, ungefiltert. Ja. Und wir haben auch WhatsApp-Chat gemacht, wo wir... Es hat vorher schon zum Beispiel das Slow-TV im Basler Zoo gegeben, wo das SRF gemacht hat, wo du auch SMS ins Fernsehen schreiben konntest. Und ich habe das natürlich gemacht und es ist nie eine Antwort gekommen. Das hat mich ein bisschen frustriert und darum habe ich mir vorgenommen, dass bei unserem Format wirklich einfach jeder eine Antwort überkommt. Und ich habe dann auch, also zum Teil sind es so viele WhatsApps gewesen, dass du gerne nicht hast können beantworten. Dann habe ich am nächsten Tag mir extra Zeit genommen und dann allen zurückgeschrieben, zum Teil nochmal mit dem Herrn Koch telefoniert und gefragt, wie er das sieht und so. Und dann denen jeweils Antwort gegeben. Die sind alle zum Teil, die sind sich das gerne gewöhnt, dass man sie so behandelt, oder? Die sind alle mega positiv überrascht gewesen. Und ja, weil jeder geht so von dem Hochnäsigen, die am Fernsehen schreiben denen zurück und das ist ja dann zu 99,9% von den Fällen so, aber in so einem digitalen Umfeld, wo Twitch und YouTube und so, ist das auch wichtig, dass genau das passiert, dass man sich abgeholt fühlt und irgendwie dann nochmal mitmacht, oder? Sonst machst du ja nicht mehr mit, das ist ja genau der, oder? Ich habe einmal irgendwie im Fernsehen etwas geschrieben, ist natürlich nicht zurückgekommen, seitdem kein Bock mehr. Ist das, was du sagst, oder? Aber es war kein Problem mit Kommentaren, weißt du, weil eben, also bei uns ist halt so, hier und da hat es immer irgendwie ein Idiot, der irgendeinen Scheiß schreibt, wo ich dann schon froh wäre, wenn sie nicht zu viel lesen. Ja, also ich meine, wo ist das nicht so? Idioten gibt es überall, oder? Und die sind eine kleine, laute Minderheit, das finde ich gar kein Problem. Mhm. Easy. Ja, ist doch gut. Komm, bevor wir dann... Wir können doch noch einmal zu den News überwechseln. Sind ihr einverstanden? Genau. Dann habe ich nur noch etwas. Ich habe auch noch etwas wegen Community. Ja, ich hätte es am Anfang schon können sagen. Ich habe wieder mal einen Artikel geschrieben. Ich habe zuerst einen PC gebaut, der so viel kostet wie eine Konsole. Und nachher habe ich einen zweiten Artikel gemacht mit einem PC, wo mir so die Leistung ankommt. Aber das hat unglaublich viele Kommentare gegeben und auch sehr viel Kritik, Teil natürlich auch zu Recht. Ich habe vielleicht nicht die optimale Zusammensetzung, ich habe dann so eine Mischung gemacht, aus was überhaupt verfügbar war, oder? Weil wir sind auch, nur weil wir bei Digitec arbeiten, wir können auch nicht einfach das Lager plündern. Und dann haben dann viele gesagt, ja, das ist viel zu teuer und da hättest du das können einbauen, das und so, weißt, billigere Grafikkarten und so, weil meine ist auf 2000 Stutz gekommen. Und das Vierfache von einer Konsole und die einen, nein, da kommst du für 1100 oder... Ich bin dann nicht mit allem genau einverstanden, aber die Grafikkarte war sicher eine zu teure gewesen und ich hätte dann wenigstens am Schluss, weißt du, noch irgendwie kurz die Überschlagsrechnung machen. Das habe ich jetzt zwar gezahlt, aber du hättest für den Preis auch bekommen mit der Hardware, die ich eigentlich hätte gerne eingebaut. 3080 hast du reingebaut, oder? Nein, 2080 Ti, das ist einfach gerade die... Ah, 2080 Ti, die wollen wir haben. Ja, aber die ist halt so ein bisschen auf Xbox Series X Niveau, ein bisschen drüber. Und so eine 3060 Ti oder so etwas wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht gewesen. Und die kosten halt die Hälfte, oder? Ja, vor allem 2080, super. Also der Schritt zur Ti ist dann sehr klein, für was du auf Preis zahlst. Ja, das stimmt.
Ja, ja, eben, der, ich habe nicht mal den vollen Preis eingerechnet. Ich habe dann irgendwie 900, glaube ich, genommen. Irgend so etwas. Und der Prozessor habe ich irgendwie, was habe ich da, der Ryzen, der neue, der 5.6er gehabt. Mm. Der ist aber auch nicht so extrem teuer. Und wo zum Beispiel viele Leute gesagt haben, weißt du, wegen Lüfter, hättest du viel billiger können nehmen. Da bin ich dann nicht einverstanden, weil mir ist natürlich schon wichtig, dass es ja wirklich auch in allen Belangen an der Konsole ankommt. Und Konsolen sind, meine sind wirklich immer, die gehöre ich nichts. PS5 und Series X. Ja. Die machen mir null Geräusche, wirklich null. Und das habe ich nicht annähernd angebracht mit wirklich sehr teuren Lüftern. Ich habe alles so Noctua genommen, eben genau wegen dem. Und ich meine, dort hat der Kühler allein 100 Stutz gekostet. Ja. Und ja, dann kannst du dort schon sparen, aber dann ist es einfach nur Liter. Drum, aber ja, der hat schon recht gehabt, dass das langsam ist. Dass das ein bisschen teuer ist. Ja, das habe ich auch gedacht, du mir die Überschlagsrechnung mal gemacht hast. Aber teuer ist ja sowieso, dann ist ja dann dreimal so teuer. Du hast ja den Proof of Concept quasi gemacht, dass man nicht für den Preis von einer Konsole eine Konsole-PC oder einen PC zusammenbauen kann. Aber ich hätte es ein bisschen näher daran hinbringen sollen. Ja. Egal. Also dann kommen wir zu den News. Das eine ist zwar nicht News, aber du hast das Thema vorgeschlagen, Simon. Ich habe das auch noch spannend gefunden, weil mich das auch immer nervt. Das, ja, wer hat das geschrieben? The Verge, oder so hat das geschrieben? Ja, oder? Monika Chin bei The Verge. Habe ich Ihnen geschrieben. Die hat einen Leitartikel geschrieben, dass an der CES keine Laptops mehr oder fast keine Laptops mehr mit 16:9 Format vorgestellt worden sind. Und das ist eigentlich wirklich auch gut so, weil das 16:9 Format bei einem Laptop einfach keinen Sinn ergibt. So, das ist... Du schaust ja durch in den Laptop rein. Und das heisst, du möchtest möglichst viel Höhe haben und nicht unbedingt viel Breite. Und außerdem sind es richtige Geschwüre, wenn es 16:9 sind. Und jetzt hat offenbar Lenovo, HP, Asus mit 16:10 oder 3:2 fangen die jetzt an. Was natürlich in einem Homeworkplace-Environment, um da den Mo von Watson zu zitieren, von Chefsachen, einfach irgendwie mehr Sinn macht. Also weißt du, ein Bildschirm, den du auf den Tisch stellst, das ist klar, weil dort schaust du gerade rein und dort musst du nicht, dort ist Breite schon in der Wichtung. Ja, ich finde es eine gute Entwicklung. Ich finde es nicht einmal wegen dem, weil du schaust ja, kommt davon, wenn du viele Videos schaust und so, dann ist das natürlich immer noch lieber, das Format. Aber wenn du genau einen Laptop zum Arbeiten brauchst, ich habe ja darum das Surface-Laptop, weil ich das genau wegen dem einer von den wenigen, der 3:2 hat, finde das im Fall rein von der Produktivität. Die Höhe hat mich jetzt, so wie du das jetzt sagst, ist mir jetzt gar nicht so krass aufgefallen. Aber du kannst dort einfach viel besser Seiten platzieren, weißt du, wie du zum Arbeiten hast. Und da ist das andere Format einfach viel zu quetscht. Ich finde das auch scheiße. Und es hat mich mega genervt, dass irgendwie es gibt die Surface und dann gibt es Huawei. Wo ich mittlerweile auch nicht mehr unbedingt kaufe, nach dem, was man so bei dir liest. Die Republik hat eine rechte Story über die gehabt und dann stehen sie auch nicht mehr im besten Licht. Aber anyhow, es gibt extrem wenig. Also da gibt es irgendwie eine Handvoll jetzt. Das finde ich auch erfreulich. Ja, ist eine erfreuliche Entwicklung. Ich habe immer noch im Büro, da habe ich keinen zweiten Bildschirm, aber ich habe im Büro einen noch hochgestellt, so wie das unsere Programmierer machen. Ich denke, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Hat das immer so gemacht und hat das eigentlich noch easy gefunden. Und dann irgendwann habe ich nur noch auf einem Bildschirm gearbeitet. Jetzt habe ich einfach einen hochgestellt, rechts, den ich nicht brauche. Aber gut. Ich habe zwei hoch im 16:9, links und rechts zu meinem 16:9, wo da in der Mitte ist. Und ich kann nur unter 3 Bildschirmen arbeiten. Ich finde das so geil. Was? Du hast zwei Höhe links und rechts noch, oder was? Dekadent. Ja, shit. Ja. Und ja, sind alles 3 die gleichen Monitore oder sind es verschiedene? Es ist ein Asus und 2 Dell, die ich aus dem Büro mitgelassen habe, weil sie dort ja nicht gebraucht werden. Ah, das könnte ich eben eigentlich auch mal machen, ja? Ja, das hat sich echt gelohnt, muss ich sagen. Und gerade auch zum Streamen und so, das ist mega cool. Aber, Format finde ich eben immer, das Problem ist an dem Format ja eigentlich nur immer, wenn sie wechseln. Das ist, was mich einmal stresst. Da bin ich eben so ein Alteingesessener. Ich weiss und so, was soll jetzt das und so. Und dann beim iPad hast du wieder einen Balken dort und dann hast du das und so. Ich weiss schon. Und hey, aber das ist gerade gut gewesen, sagst du das? Ich teste ja noch, weil ich gefunden habe, weil immer alle sagen, all die Android-Tablets sind so scheiße. Und ich gefunden, komm, ich tue jetzt wirklich mal wieder ausprobieren. Ich habe extra das Samsung-Tab, Galaxy-Tab geholt. Das ist so angeblich das beste Android-Tablet. Und wollte noch einmal schauen, ob die wirklich so scheiße sind im Vergleich mit einem iPad. Was mich wirklich gerade von Anfang an genervt hat, ist das verdammte Format.
Die haben das und was hat das? 16:9 vermutlich oder 16:10. Das ist einfach, ich finde das scheiße. Dort, wo ich wirklich, ich am Anfang auch, als erstes iPad rausgekommen ist, und ich dachte, so beknackt das Format, wo du kannst ja keine Videos schauen, also hast du einfach die Balken, und das ist auch immer noch scheiße beim iPad. Aber rein für alles andere ist es einfach besser, finde ich. Ich finde wirklich, das ist handlicher und wirklich zum Zeugs machen drauf. Ist das Format, macht es wirklich mehr Sinn, das 3:2 Format. Aber ja, mal schauen, wie es mein Feedback am Schluss aussieht. Dann, was tust du noch zu Blackberry? Ja, und zwar ist dann ihre, weißt du, ich bin jetzt da so ein bisschen an der Börse und also ich muss aufhören mit dem Scheiß. Ich habe viel zu viel. Es nimmt mein Leben ein. Aber die sind irgendwie, deren Aktien ist irgendwie durch die Decke. Und da habe ich gedacht, what the fuck, Blackberry, was machen die eigentlich? Ich habe herausgefunden, die sind gar keine Handyfirma mehr. Die haben alle ihre Handy-Patente verkauft, fast, und machen dort Software, Security, und die haben so ein Antivirus und so. Das ist wirklich weird. Die machen das jetzt eine reine Softwarefirma. Und das wollte ich noch schnell da erwähnen. Hätte man eigentlich ganz am Anfang können, aber das ist so ein bisschen meine... Das hat mich hure erstaunt. Weil das ist also der Blackberry war der Inbegriff von... Das haben unsere Väter als erstes so Büro-Nattel gehabt, wo du ein Büro-Handy gehabt, wo du hast können, Mails drauf empfangen und schreiben. Und ab dort war es fertig mit einfach der Ruhe am Familientisch und so. Und dann hat man dann nachher Mails beantwortet, am 8 Uhr am Abend und so. Und ohne, dass man da muss irgendeinen Computer einstellen. Und sind nachher völlig untergegangen. Und dann haben sie es wirklich komplett umgemodelt. Und jetzt ist natürlich das Ding, dass die Software unter anderem auch für Autos machen, also für elektronische, also für Elektroautos und so, autonom fahrende Autos. Und darum werden die mega, mega, mega gehypt wieder. Und das finde ich so, finde ich krass, wenn eine Firma sich so, weißt du, wie Nintendo, wo früher, was haben die vorhin gemacht? Die haben auch irgendwie vor 100 Jahren irgendwie Spielkarten oder nein, noch viel verrückter. Also in Japan gibt es das noch viel, aber so bei uns gehört das selten. Blackberry ist, glaube ich, eine kanadische Firma, dass da so komplett etwas anderes. Also die sind doch auch schon mal verkauft worden und dann hat es der Besitzer irgendwann ehemalig wieder mal zurückgekauft oder so. Ja, der Name und irgendwie die Handysparte ist irgendwie ausgelegt. Also es ist auch dort ein riesen Ausverkauf gewesen. Da können wir jetzt wieder den Halbwissen-Ching. Ich würde gerne live einspielen, aber eben, geht jetzt gerade nicht. Also weißt schon mal, gewisse Sparten eben veräussert, so Patente und gewisse Dinge hat man veräussert und macht jetzt einfach Software. Und das ist so, finde ich, habe ich noch spannend gefunden. Ein kleiner Fun-Fact für alle. Ganz rassig. Okay, also wir haben noch zwei mehr. Und das eine ist, dass der ist von dir, Martina, gekommen. Ich habe den nachher auch noch irgendwo gesehen, dass die EU-Kommission hat Millionenstrafen verhängt gegenüber Valve und verschiedene, also Zenimax und... Jetzt muss ich gerade selber schauen, warum ich nicht den Link habe. Ja, es sind vor allem einfach die Grossen. Also die haben da wirklich bei den Grossen aufgetitscht. Und zwar, weil sie ihnen Vorwürfe machen bezüglich Geoblocking. Ich hätte irgendwie mit Film gerechnet, aber nicht mit dem. Es geht darum, dass gewisse Spiele dann irgendwo nicht so spielbar sind. Und auch darum, dass sie die Preise natürlich anpassen, je nachdem, wo sie sind. Was meiner Meinung nach total Sinn macht, weil... Ich meine, wir als Schweizer, bei uns ist alles ein bisschen teurer wie überall sonst. Das sind wir uns fast schon gewöhnt. Aber die EU-Kommission will da jetzt dagegen vorgehen, was ich echt noch crazy finde. Und vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, das ist, abgesehen von einem Horror-Game, das in der Schweiz mal auf der Liste gestanden ist, wo ich dann nicht habe können spielen, aber kaufen, noch nie ein Problem gewesen in meinem Leben. Also gar zum... Also sie haben geschrieben, sorry. Nein, also ich finde eben darum, ich glaube, die bewirkt vermutlich auch nicht viele Strafen. Die ist ja irgendwie 7 Millionen verteilt, glaube ich, auf die. Das ist natürlich irgendwie Pipifax für die. Genau, es ging darum gegangen, dass du bei gewissen Games hast du sie können kaufen, aber dann in anderen Ländern nicht spielen. Und da sind nur irgendwie rund 100 Games betroffen gewesen. Also wirklich, das sind sehr spezifische Fälle. Und das aber der Grund ist halt, weil offenbar hat der Publisher oder so das wollen, dass du das Game dann nicht kannst woanders spielen. Und gegen das sind sie vorgegangen, weil eben wegen Kartellrecht und das halt in der EU ist halt, musst du freien Zugang haben halt zu diesen Sachen, wenn du es irgendwo kaufst, darf man dich dort nicht daran hindern. Und genau das, was du gesagt hast, Martina, das ist auf eine Art, auf das sind sie gar nicht speziell eingegangen, dass nämlich die, alles kostet überall einen anderen Preis, oder? Also wir, Steam auch, hat ja mal umgestellt bei uns auf Schweizer Franken,
Und dann kostet das Game in Russland, das sind ja die, wo meistens glaub, die Keys dann gekauft werden auf den Resell-Plattformen, ist deutlich günstiger als bei uns. Und du kannst bei Steam auch einfach nicht, du kannst jetzt nicht einfach schon sagen, ich möchte den russischen Key, oder? So einfach kannst du dort, das gar nicht mehr ändern. Und finde ich auch, wie du sagst, mich, aber das ist ja irgendwie auf eine Art logisch, das Zeug ist halt teurer. Und, aber die EU will eigentlich, jetzt nicht in dieser Klage, jetzt nicht, oder? Aber das haben sie ja auch schon gesagt, dass sie ja wollen, dass das eigentlich nicht so ist, dass, Zeugs nicht, dass sie nicht einfach können, digitale Güter irgendwie dort verkaufen, dort für 5 Stutz, dort für 10, dort für 15, dass sie das eigentlich wollen unterbinden. Und das nimmt mich auch extrem wunder, ob es das, weißt du, ob dann einfach alles teurer wird. Also, ich meine, ich finde es auch schwierig, oder? Nicht, aber für alle anderen. Ja, das könnte eben genau hinten rausgehen, wenn du sagst, ja gut, dann machen wir einfach überall den teuersten Preis. Also weißt du, ich kenne das von, ich ziehe mir jedes Jahr so das NFL oder NBA, je nachdem, eines von diesen Abos und dann gehe ich mit dem Proxy immer schauen, wie viel kostet es in welchen Ländern, oder? Und so Spanien und Deutschland macht schon einen massiven Unterschied. Also dort ist es auch, oder? Und dann aber gehst du irgendwie auf Argentinien und nachher zahlst du 60 Hebel für etwas, wo du eigentlich 250 Stutz willst zahlen und musst nicht mal mit dem Proxy über Argentinien rein, sondern kannst einfach mit dem Account dich einloggen. Das ist scheißegal, ob du in der Schweiz oder wo auf der Welt bist. Aber das funktioniert einfach überhaupt nicht, wenn die EU sagt, man will da alles irgendwie, alle Preise in allen Ländern gleich haben. Das, wird, ja gut, die EU das funktioniert einfach nicht. Nicht Argentinien, aber. Nein, nicht Argentinien meine ich, aber dort ist schon von Spanien zu Deutschland ist es umgekehrt. Ja, also die Deutschen zahlen mehr für den Game Pass als die Spanier, oder? Und das ist irgendwie schwierig. Ich kann auch nicht so recht sagen, was die richtige Lösung wäre, weil irgendwie, ich finde es auch okay, dass die eigentlich weniger zahlen, das mehr. Verdienen die auch viel mehr, aber. Ich finde es einfach noch speziell, für was sich die EU-Kommission denn zum Teil interessiert und für was nicht. Das finde ich immer wieder aufs Neue erstaunlich. Ja. Gut, immerhin auch das mit den ganzen Lootboxen und so, dort ist ja schon auch etwas am Laufen. Aber das ist auch krass, das hat ja auch wieder gezeigt, es hat schlussendlich nichts jetzt Grösseres bewirkt. Oder? Die Lootboxen sind jetzt einfach in ein paar Ländern verschwunden. Genau, das hat es nicht die EU gemacht, aber dort ist irgendwo, ich weiß nicht mal mehr, welche Länder es waren. Weißt du, für Counter-Strike war es eins und FIFA und ich glaube irgendwo in, fuck, ich weiß nicht, in Belgien und Holland oder so. Gewesen. Und die gibt es jetzt einfach nicht mehr oder in einer anderen Form. Aber der Rest haben es nicht angepasst. Sie haben EA und so jetzt genau dort, wo sie müssen. Und ja, dort finde ich auch, dort dürften sie gerne durchgreifen, finde ich. Ja, Lootboxen vielleicht nochmal schnell. Einfach, das sind so wie, ist wie eine einarmige Banditenart. Du kannst irgendwie für Geld einzahlen, nachher kannst du Preise gewinnen, je nachdem ist es besser oder schlechter. Und natürlich alles so schön. Also es ist wirklich wie eine einarmige Bandit. Auch schon mit den Geräuschen und mit den Effekten und allem. Und das hat man halt zu einem Teil dann irgendwo verboten. Und das ist ja meistens ist in den Games dann halt eingebaut. Für die, die es nicht wissen, gerade. Ja, vor allem im Mobile-Bereich ist es extrem schlimm. Mobile dort ist wirklich eine richtige Seuche. Und dort ist es einfach wilder Westen. Jeder macht mit seinem Bezahlmodell, was er will. Und dort gibt es gar keine Regelungen. Das finde ich schon auch nicht richtig. Und Mobile ist vor allem eben für ein junges Publikum. Ja. Und das ist dann, das finde ich dann noch grenzwertiger, oder? Hier sind ja dann meistens nicht gerade die das ist nicht gerade der Millionär, der da irgendwie Candy-Ding spielt. Wie heisst es? Candy Crush, ja. Also gut, komm, dann kommen wir doch noch zu der letzten News, und zwar betreffend Schweiz, und nämlich das Game Festival Ludicious macht Schluss, haben sie bekannt gegeben, nach sieben oder neun Jahren, eins von beiden, irgendwie. In Zürich ist das gewesen und hat sich unter anderem die Schweizer Games-Szene eingefunden, sind die besten Games gekürt worden, hat auch im regelmäßig internationalen Besuch gegeben. Es war ein lässiges kleines Festival mit eben coolen Gästen. Und ich habe es cool gefunden, zum Vernetzen und neue Sachen kennenlernen, Leute kennenlernen, Spiele kennenlernen. Aber sie haben jetzt offenbar gefunden, dass fahren jetzt eine neue Strategie. Also da Pro Helvetia und Stadt Zürich sind ja dort vor allem dahinter gestanden. Ja. Dass sie jetzt halt mehr auf internationales Networking setzen für die Game-Szene. Was vermutlich halt tatsächlich sinnvoller ist, oder? Also es ist vielleicht, ich habe es auch ein lässiges Festival gefunden, aber ich kann mir gut vorstellen, dass für die Entwickler und so nützt das möglicherweise mehr, wenn man sie in welcher Form auch immer halt international kann ich mehr auf Plattformen sich vernetzen. Ich denke, das ist einfach ein weiteres Corona-Opfer, ganz ehrlich. Ja, das sicher. Aber es ist so nicht zugewendet.
Ja, weißt du, ich arbeite ja noch bei der Stadt Zürich als, in einem anderen Bereich, aber bei der Stadt muss man natürlich wahnsinnig sparen, jetzt auch während dem Corona. Man muss wirklich überall jede Schraube irgendwo anziehen und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das dort auch eines von denen wirklich Corona-Opfer ist und man das natürlich jetzt ein bisschen schön verpackt in einer Medienmitteilung, schön redet und so. Und ohne den Köln von der Stadt und von Pro Helvetia kannst du das geht nicht, oder? So ein Festival braucht recht Stutz, wenn es attraktiv soll sein, wenn du willst, internationale Gäste einladen und so. Das kostet Geld, oder? Ja. Nein, eben klar. Der Vorteil ist natürlich davon, du kannst ja nicht vor allem jetzt, wenn es eh noch weniger Geld wird, halt, du kannst ja nicht einfach alle irgendwo hinfliegen, für das wird das Geld sonst nie langen, oder? Ja. Also irgendwie alle ja GDC oder so überfliegen, das wird's dann auch nicht sein. Geht sicher etwas verloren. Gute Erinnerungen. Ich bin wirklich immer gewesen, ich habe dich dort mal kennengelernt, bevor wir zusammen geschafft haben, Phil übrigens, aber du bist irgendwie auch ein bisschen verwirrt gewesen. Ich habe Phil dort auch kennengelernt. Jetzt kommt es raus und der Phil weiss es nicht mehr. Mal, bei der Martina weiss ich es noch, weil wir dort in der Jury... Ja, klar. Weil ich so oft bin ich dort nicht an dem Event... Am Ludisches. Also Preisverleih gewesen. Du bist aber dort sogar in der Jury gewesen. Ich weiss gar nicht, ob das an dem Jahr war, wo wir uns kennengelernt haben. Du bist mir vor allem in Erinnerung, wenn wir... Es ist ja auch... Und das ist halt das Schöne an diesen Festivals, oder? Das geht, denke ich, verloren. Es ist eine Würdigung, ein Fest für die Leute, die dort sind und die Spielemacher, die wir in der Schweiz haben, die ja sonst nicht so wahnsinnig sichtbar sind und wahrscheinlich auch nicht so viel Applaus überkönnen. Und das ist dort immer so eine kleine Würdigung für all die Leute gewesen und für uns natürlich einfach auch eine Netzwerking-Sache, oder? Und ich kann mich sehr gut an Philipp erinnern, weil wir haben dort zusammen zu Nacht gegessen, es hat dann auch immer so ein Gala-Dinner gegeben und wir haben irgendeine lustige Sexismus-Debatte gehabt, sehr hitzige. Ja, das war gut gewesen. Und nachher haben wir eben zusammen Let's Plays gemacht, weil ich dann immer einen von der Jury eingeladen habe, um dieses Spiel zu spielen. Und darum, Philipp, bin ich natürlich, das habe ich am Anfang, habe ich den Simon rausgehoben, aber von dir natürlich schon lange ein grosser Fan. Alla geht's. Jetzt haben wir das. Nein, das ist sicher schade. Ob es jetzt wirklich ein reines Schönreden ist und ob das alles gar nichts bringt, aber ist jedenfalls schade. Es gibt ja nicht viele Sachen in der Schweiz. Ja, das stimmt. Und so Festivals, ich meine, ich komme von Baden und da gibt es zwei, so das Figurentheater und das Fantasch natürlich, das hat früher, das ist eigentlich das Ludische, das ist so ein bisschen der Nachfolger von diesen Game. Fantasch macht auch viel mit Game, aber es ist ein Animationsprimär. Und dort ist natürlich schon, dort habe ich mich mitgeschafft und das ist schon jedes Jahr, dann siehst du die wieder und kannst die austauschen. Das ist eine unwichtige Plattform, die auch im echten Raum stattfindet und so. Ich finde jetzt, das ist weniger wie irgendwie eine Fachmesse, wo man easier vielleicht, aber da haben wir ja darüber geredet, dass man CES nicht unbedingt einfach direkt ins Netz verlagern kann. Und gerade dort, bei so einer, ist das, glaube ich, für eine Szene schon auch wichtig, dass man sich irgendwie so treffen und austauschen über mehrere Tage und so ein bisschen. Die geht natürlich schon etwas verloren, so finde ich. Und ich kann dort eben wirklich schöne Erinnerungen, zum Beispiel einmal können den David O'Reilly interviewen, wo so auch, der hat Everything, das Game gemacht da. Ja, geil. Wo so wirklich, wirklich weird ist. Und der Verfolg ist schon seit ganz früher, auch einen Animationsfilm früher gemacht hat. Und das war sehr eindrücklich, mit dem man können schnurren. Das ist einfach ein völlig bizarrer, ihr mit so ganz strikten Vorstellungen und so. Und aber auch völlig abgespaced und so. Richtig, richtig, richtig cool gewesen. Ja. Ich kann mal mit dem John Romero schwätzen, das ist auch lustig. Das ist auch geil, ja. Der am ersten darauf fällt, wie klein der ist. Weil der wirkt immer so irgendwie gross mit seinen Männern und so. Und nachher ist er im Kopf kleiner. Ja. Das ist lustig gewesen, ja. Aber ein witziger Typ gewesen. Gut. Also komm, dann gehen wir doch in unser nächstes Segment, in unser Big Screen. Das ist sogar kein Big Screen, das ist einfach ein Comic. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich schon mal über das Cobra Kai, die neueste Season, geschwätzt habe, weil die ist einfach so trashig, dass ich gleich nochmal davon erzählen musste. Und sonst habe ich es halt schon mal erzählt. Ist gleich, die ist einfach gerade jetzt im Januar ist rausgekommen und ich habe sie ziemlich schnell durchgeschaut. Cobra Kai ist ja wirklich so eine Karate-Serie mit den von Karate-Kid, den gleichen Leuten. In den Hauptrollen eigentlich, außer dass jetzt eigentlich die Hauptperson ist der damalige Bösewicht, also der Kontrahent vom Karate Kid. Übrigens, ich weiss noch drei Staffeln, kein Name. Ich weiss, wie niemand heißt. Kein einziger Name.
Kein einziger. Gut. Ich glaube wirklich kein einziger. Aber der Blondie, der mit der Figur ist, und sie machen einfach alle, schlussendlich geht es darum, alle haben ihre Dojos und es gibt dann einen riesen Streit. Es ist wirklich wie so eine Telenovela. Aber die ist sich das völlig bewusst, unsere. Ich finde, das macht es irgendwie witzig, oder? Und dann die Schüler, wie sie sich aufs Blut bekämpfen, oder? Und aus völlig absurden Gründen. Aber es ist einfach irgendwie, ich finde, die schafft es, so eine Spannung zu behalten, dass der Mist, du musst einfach immer weiter schauen. Und das wird immer dramatischer und dann. Ja, also ich finde es. Ich habe es sehr gut gefunden. Es ist völlig blöd. Aber irgendwie, das hat mich sehr gepackt. Ich bin eben irgendwie ohne Karate-Kit aufgewachsen. Ja, ich auch. So ein bisschen... Ah, okay. Hat er nie geschaut. Der hat so dumm ausgesehen mit seinem blöden Kranich, Spite-Luft da auf einem Bein stehen. Der hat so dumm ausgesehen. Dann hast du als Kind blöd gefunden. Hast du gewusst, es gibt auch das Cobra Kai Game? Ja, aber kann ich es nicht ausprobiert, weil ich gehört, dass es scheiße ist. Ja, es ist, glaube ich, nicht das beste Game auf der Welt, aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen drüber und nimmt sich nicht so ernst. Ja. Und vielleicht, wenn du es mit dem Approach anschaust und Cobra Kai vermisst, weil du schon alle Folgen gepinscht hast. So schlimm ist es, glaube ich, nicht. Vor allem Games, an dem mangelt es mir einfach so gut wie nie. Okay. Das ist der, ja, kommen wir nachher auch noch dazu. Ah ja, gerade, das heißt Karate-Kid-Saga Continuous. Wir haben noch nie über Comics geredet und ich habe gerade wieder irgendwie immer so in unregelmäßigen Abständen stolper ich wieder darüber, dass ich mal die Serie sollte weiter kaufen oder mir digital kaufen. Die eine kaufe ich aber noch physisch. Und dann kaufe ich meistens, dann komme ich wieder für 2-3 Monate, bin ich dann wieder im Comic-Fieber und kaufe mir wieder diverse. Und dann habe ich The Goon, ist eines meiner Lieblingsserien von Eric Powell. Und das ist... Da gibt es sicher auch schon etwa 17 Bände oder so. Also ich kaufe halt immer die Trade Paperbacks, die so wie Sammelbände sind, wo irgendwie von der dünnen Hefte mehrere drin sind. Und das ist einfach so eine Fantasy-Monster-Geschichte. Er ist so ein muskelbepackter Goon halt, wo dann immer so die Stadt vor den bösen Zombies und allem Ungeheuer befreit. Und es ist schon lustig. Es ist brutal und lustig und hat irgendwie viele fantasievolle Figuren und ich finde es halt mega geil gezeichnet. Und die sind bei Dark Horse gewesen. Und jetzt habe ich gesehen, ist er bei Albatross Funny Books oder so. Geht es jetzt weiter? Und jetzt hat es dort wieder zwei neue Goon-Comics gegeben. Und dann habe ich gerade noch irgendwie andere gekauft, die ich von dem noch nicht habe. Und dort bin ich dann eben darüber gestossen. Ich kaufe mittlerweile fast nichts mehr physisch von Comics, weil einfach das braucht so viel Platz. Und ich habe sie bei ganz früher bei Comixology gehabt, bis das von Amazon gekauft worden ist. Da habe ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Dann habe ich sie bei Google Play gekauft, also ein Mühe, wo meiner Meinung nach ist mir das ein Mühe sympathischer als Amazon. Und habe dann aber irgendwie gemerkt, das hat gewisse Dynamics nicht. Oder irgendwie hat es auf Französisch. Ich hatte dort einen Ami-Account und gewisse Comics gibt es dann nur Französisch. Keine Ahnung wieso. Das check ich nicht. Dann habe ich gedacht, komm, dann beißt du halt einen sauren Äpfel und dann gehst du wieder zu dem Comixology zurück. Die gibt es sogar bei den Amis ein Unlimited-Abo. Das kannst du dann bei Amazon einfach wechseln, das dort. Und dann habe ich das mal kurz gemacht. Das ist wieder so typische Amazon-Scheiße. Das ist gar kein unlimitiertes Abo. Also es ist nicht alles drin. Es ist einfach so gewisse Sachen. Es ist absolut unbrauchbar. Ich habe nachher diverse Comics angeschaut. Da ist das zweite gratis dabei, dort das dritte, dort das erste. Ah, so nicht alles. Es ist nicht einfach... Fuck. Ey, das kannst du nicht brauchen. Sonst haben die eben das beste Angebot. Das ist einfach, weil die sind der grösste und die haben, glaube ich, die grösste Comics-Auswahl. Aber du musst sie einfach kaufen. Also das unlimitierte Abo bringt genau gar nichts. Und und dann... Ich habe es auf dem iPad mal noch angeschaut. Dort sind einfach alle über die App am Motzen, weil du kannst die App nicht kaufen. Weil die wollen ja nicht Geld abdrucken an Apple, oder? Für die andererseits gibt es doch die Amazon-App. Ist egal. Jedenfalls, Comixology Unlimited ist ein Scheißdreck. Gut zu wissen. Philipp, mir fällt auf, wenn du da deinen Rant ausbreitest, dass du vielleicht der einzige Mensch bist, den ich kenne, der leere Bücherregal hat, so zum Thema, die braucht so viel Platz. Du hast noch Platz. Ich habe leere Bücherregal. Ja, schau mal hinter dir. Aha. Ich glaube, das täuscht im Fall. Also meinst du, warte jetzt mal. Das ist aber auch nicht meins, das ist von der Frau. und sie ist einfach, glaube sie ist ein bisschen auf dem Aufraumtrip. Aber dort haben wir nie wirklich viel drin gehabt. Wir hätten im Zimmer nebendran haben wir diverse und meine wären eben
Ich schaffe das nicht, die Kamera dort. Nein, ich kann die Tür nicht so weit auf, weil sie eben an meinem Gestell, wo die Comics drin sind, anschlägt. Das heisst, ich kann es wieder mal zeigen. Aber ich habe jetzt so das typische IKEA-Gestell, das wo auch vermutlich in ihrer zweiten Wohnung steht, das habe ich voll mit Comics und das habe ich beim letzten Zügeln rausgerührt. Ja, genau. Ich habe das schon so gekauft und schon dreimal zügelt. Ja, ja, übrigens. Ich habe während Corona, jetzt gerade vor ein paar Wochen, ich alle Bücher, die ich nur will, anschauen will, bei den Nachbarn unter im Briefkasten gestellt und die sind alle weggegangen. Nur so als Tipp. Ja. Ja, bei uns von der Hütte sind auch immer. Du wohnst in Zürich, oder? Ja. Ja, da kommt einfach alles weg. Das ist ein schwarzes Loch. Da kannst du ein paar wirklich Zeug an. Ich habe irgendwie eine völlig durchgelegene Matratze an die Straße angestellt, die ich gezügelt habe. Ich dachte, gut, am Abend bin ich dann mit dem Büsschen da. Wenn sie nicht wegkommt, dann ist sie schnell dann zurück. Hey, ich bin nur schnell die Ziggis holen, sie ist weg gewesen. Das ist wirklich so. Also das ist aber noch cool. Und es gibt sonst auch viele so Bücher, offene Bücherschränke und so. Kann man auch mal googeln. Ja, das gibt es für uns. Und dann kannst du gehen und rein tun und musst einfach, oder kannst du dann wieder eins mitnehmen. Das ist recht cool. Ja, also. Gut, der Gun und Comixology. Und ich habe ja letztes Mal gesagt, ich werde jetzt all die Marvel-Filme mal schauen. Und sage ich bin noch nicht so weit. Ich muss zuerst mal wissen, mit welchem dass ich anfangen muss. Jetzt habe ich da so eine Reihe voll gefunden. Da gibt es riesige Debatten, wann, wie, wo. Also Serien mache ich nicht, das mache ich einfach nicht. Ich mache den Film von mir aus, damit ich mit euch mitreden kann. Aber da noch irgendwie Agent Carter und Consultant und so, das mache ich alles nicht. Würde ich auch nicht. Jetzt muss ich da mit dem Captain America, der First Avenger, das ist dann der. Dann der Captain Marvel, dann der Iron Man 1, 2, aber dann der Hulk, weil Iron Man 3 kommt erst, dann der Hulk tour die Avengers und dann kommt erst Iron Man 3. Also es ist noch spannend. Das ist ja wirklich meine Aufgabe jetzt, dass ich mir die selber ein bisschen gestellt, damit ich einfach auch mit euch mitreden kann und so, vor allem auch mit dem Luca. Hast du die gesehen, Martina? Bist du da so voll drin? Auch nicht? Nein, da ist wieder ein von den Punkten, wo du mir aus dem Herzen redest. Ich hasse die Superheldenfilme. Okay, gut. Ich schlafe immer ein bei Filmen, sobald es so in die Kampfszene geht. Wenn sie dann so minutenlang Schwerter wetzen und hin und her, das ist immer der Punkt, wo ich einfach einpenne. Und Marvel-Filme bestehen zum Grossteil aus nichts anderem als diesen blöden Kämpfen. Darum, es ist einfach nichts für mich. Und Simone, ich befürchte, du wirst ja nicht sehr glücklich damit, außer dass du dann deinen Jungs kannst sagen, wie scheiße das ist. Ja, das habe ich eben auch das Gefühl. Und das ist im Fall echt das Problem, so schnell geschnittene Filme, ich habe mal gelesen, wieso das so ist. Ich schlafe ein, wenn es schnell geschnitten ist, weil offenbar das Hirn dann überfordert ist und einfach abstellt. Das ist mir kein Witz. Das ist jetzt nicht halbwiss, das kann man googeln. Das gibt es wirklich eine Erklärung. Und darum habe ich am liebsten so Filme, wo so, weißt, 5 Minuten eine Einstellung und einfach so langsam von sich hin plätschert. Das finde ich grossartig. 1917 war dann dein Film. 1917 war super, ja, das war wirklich ein cooler Film. Den habe ich wirklich echt cool gefunden. Vor allem einfach auch, aber ja, das, über den müssen wir ja nicht reden, haben wir glaube ich schon mal geredet oder so. Aber einfach auch die ganzen Referenzen und er ist ja hoher Meta so und das war wirklich ein cooler Film. Aber das ist genau, kennst du nicht, dann bleibe ich wach. Ich finde es ein lustiges Projekt. Ich würde es dir auch nicht empfehlen, weil ich finde die Filme easy. Also das ist, ich bin nicht wie der Luca, der ist einfach der Commerz-Fanboy, der Mainstream-Luca. Er findet alles gut, was halt irgendwie von Disney und Marvel irgendwie kommt. Ja, alles, was irgendwie über eine halbe Milliarde Einspielergebnis hat. Und ich finde die sind nicht schlecht. Aber ich finde sie auch nicht speziell gut. Ich finde, das ist so Popcorn-Unterhaltung, ich kann die schauen. Ich bin mittlerweile aber auch so bei diesen Action-Szenen. Es ist nicht immer gleich schlimm, aber zum Beispiel bei irgendwie, eben, weiss der Teufel, wie der geheißen, Iron Man, der dritte, ich weiss es auch nicht, ich habe keine Ahnung. Im Kino und dann schaue ich auf die Uhr, weil irgendwie so, es ist so langweilig, weißt, du siehst ja nichts, das explodiert einfach alles, genau, ja, schnell ist nicht. Ja, die kann ich eigentlich. Und ich kann mir sagen, ich habe die Marvel-Filme am besten gefunden, wenn die Leute einfach miteinander gequatscht haben, weil es sind noch gute Schauspieler und die haben tatsächlich einfach den witzigen Humor und dumme Sprüche. Das sind die besten Szenen gewesen. Und dann hat es wieder geklopft, dann schaust du halt. Und beim Iron Man, bei dem ersten Winter Soldier oder so, da ist mir tatsächlich mal aufgefallen bei einer Action-Szene, dass ich die nicht langweilig gefunden habe. Ich habe gedacht, das ist jetzt wirklich noch irgendwie, die Action-Szene ist jetzt noch gut. Sonst Captain ich das, America Winter Soldier ja, heisst. Sonst finde ich das echt immer so, easy. Die sind easy. Das ist meistens der erste 19. Film, den ich muss schauen muss. Oh, lecker. Oh, nein, Simon. Ja, nein, ich Serie. Ja.
Ja, mir geht es wie Simon. Ich bin auch froh, muss ich das nicht machen. Und machst du das für uns, Simon? Danke. Und ich habe zwei gute Superheldenfilme. Der eine ist Spider-Man Into the Spider-Verse. Ja, Spider-Verse. Oh, den habe ich immer noch auf der Liste und immer noch nicht geschaut. Aber das ist genau mein Ding. Fang mit dem an, das wird dir Freude machen. Und der Thor Ragnarok finde ich auch ein super Film. Ja, alle anderen habe ich recht schnell aufgegeben. Ja, aber weißt du, es macht irgendwie die Abfolge da, die ist von irgendwelchen Vollnerds über Jahre hinweg irgendwie entwickelt worden. Ich möchte jetzt die nicht enttäuschen. Ich muss jetzt das wirklich, ich muss da durch. Wir müssen das beide, weil es kommt irgendwie ganz am Schluss, glaube ich. Hey Simon, wir müssen auch etwas finden für den Luca. Etwas Kaltvolles, das er muss sagen. Ja. Auch in so einer Serie. Ich weiss es auch nicht. Irgendwie David Lynch oder so, all diese Filme. All David Lynch, der oh, leck nochmal ihre Eiserheit und irgendwie all das Zeug. Es braucht Sitzleder. Das braucht Sitzleder. Obwohl ich sie gefeiert habe, aber irgendwie, ich muss jetzt nicht mehr. Okay, da überlegen wir uns etwas, da finden wir etwas. Das ist gut. Also gut. Wenn wir noch weiter zu den Games, wir sind ja, glaube ich, schon easy lang dran. Fangen wir gerade beim Gemeinsamen an. Ah nein, es geht noch. Ich kann es nicht mehr so gross wie mein Radar da. Wir haben jetzt eine Stunde. Also kommt dann, wir fangen doch mit dem Grossen an, mit dem Hitman 3, das ist ja am Mittwoch, glaube ich, offiziell rausgekommen. Also Mittwoch. Ja. Was ich jetzt gar nicht nachgeschaut habe, ich wollte noch schauen, IO Interactive hat die entwickelt und published. Haben sie die alten auch gemacht? Also weißt du, die nicht 1 und 2 meinen, sondern Blood Money und absolut. Ich habe nämlich gemeint schon, aber ich bin jetzt nicht sicher. Ich kann es nicht googeln. Ja, ich weiß, ich bin darum jetzt. Mal Hitman Codename 47, 98 bis 2000. Okay. Ihr habt alle auch gespielt. Wie weit sind ihr? Noch gerne nicht weit. Ich habe so die erste Mission gespielt in dem «Möchte gerne Burj Khalifa» oder was es ist. Ah. Ich bin erst beim Tutorial, ja. Also, weil ich habe eben schon lange kein Hitman mehr gespielt und so. Es ist natürlich schon immer noch das Gleiche und so, aber du musst dann trotzdem das Tutorial musst dann schnell machen und dann musst du wieder 3-4 Mal Anlauf nehmen, bis du merkst, wie die Mechaniken sind und so. Aber dann nachher habe ich einen können vergiften und in der Scheisse verdränken und dann bin ich wieder drin gewesen. Hey, aber das Tutorial hast du, weil am Anfang hat es irgendein Advanced Tutorial oder so gehabt und ich habe aber kurz Kampagne gestartet. Ich habe das nicht mehr gefunden nachher. Ich habe kein Tutorial gesehen. Nicht gefunden. Also ich habe es gerne erst gesehen. Und das ist ja schon immer bei Hitman so gewesen. Also zumindest bei den letzten zwei Teilen. Das Menü ist eine Katastrophe. Schlimm. Ich checke einmal nicht, wie man die Missionen startet und wie man sie skippt und hin und her. Also nein, das ist wirklich schlimm. Ja. Aber ich habe herausgefunden, einfach immer Enter drücken, dann geht es irgendwie weiter. Ja. Und es ist auch völlig nicht für die Tastatur und Maus gemacht, irgendwie, weil du musst Enter drücken, was völlig kommt. Ja, das ist immer dumm, Tastenbelegung ist irgendwie, oder? Und du kannst nicht irgendwie mit Maustasten. Und irgendwie bin ich in dem Tutorial gelandet und dann habe ich gedacht, gut, okay, jetzt mache ich Karriere. Und dann habe ich gedacht, dann hat es geheißen, aber spiel doch zuerst noch diese Mission fertig. Und ich habe gedacht, ich bin gar noch nicht fertig mit dem Tutorial. Jetzt bin ich beim dritten Tutorial, habe ich gestern. Aber ich bin dann nachher ein Warzone noch spielen, um ein bisschen einschiessen für den Digitech Playground, damit ich nicht komplett ahnungslos bin. Aber ich freue mich heute oder morgen sicher, spiele noch ein bisschen weiter. Wo bist du, Phil? Ich hole dich sonst vielleicht noch ganz schön aus, für den, der es jetzt nicht kennt. Hitman ist einfach der Hitman. Man ist so ein Auftragskiller und so der Glatzköpfig mit dem Strichgurt am Nacken und hat den dann einfach, also das hat so angefangen mit der Trilogie, die jetzt am Laufen ist, eben Hitman 1, 2 und 3, dass du einfach wirklich Spielplätze wirklich hast. Es ist einfach eine grosse Karte und dort kannst du, heisst dann irgendwie, dort die zwei Leute und dann kannst du, geht es auch wirklich darum, die Karte zu erkunden und dann du kannst dann immer die Leute abschlagen und ihr Outfit nehmen und dich verkleiden. Und dann erkennen dich die meisten Leute nicht, gewisse erkennen dich dann trotzdem und so kannst du dich dann so langsam im Level vortasten, kannst dich irgendwie als Koch tarnen oder als DJ und so und kommst natürlich immer in neue Bereiche, findest neue Waffen, Zugangskarten und was eben auch wichtig ist, wirklich, man muss auch so ein bisschen auf die Umgebung hören. Man kann ja all die Tooltips zwar auch ausschalten, dann geht das Game, weil bei mir hat es zum Beispiel und bei euch vermutlich auch dann die weissen Bubbles über ihrem Kopf bei Gegnern, die dich erkennen würden, wenn du näher kommst. Habe ich dann aber auch erst nach dem dritten Mal spielen gecheckt. Und dann gibt es zum Beispiel auch Teile, dann haben sie, ich weiss gar nicht, ein Fragezeichen, wo du dann einfach weisst, wenn du dort hingehst,
gibt es dir wie Infos, wie du deinen Gegner kannst beseitigen kannst. Weil das ist halt das Lustige an dem Game. Das sind Fragezeichen? Ja, nein, das sind also, Fragezeichen ist, wenn du jemandem zu nahe kommst, dann ist es so kurz bevor er hässig auf dich wird, kommt er das Fragezeichen über. Okay. Aber es sind so türkise Lampen. Ich glaube, ein Lampensymbol. Ah ja, stimmt, du hast recht. Stimmt, ein Glühbirne. Okay. Ja. Stimmt. Ah. Und dort, weil das Interessante an dem Game ist schon nicht, du könntest einfach hinlaufen und über den Haufen schiessen und kannst dich einfach durchballern, aber man muss sich den Spass selber machen. Und das Witzige ist halt echt, die lustigste Methode finden, jemanden umzubringen. Oder irgendwie, irgendwie einen Kokosnuss auf den Kopf fallen lässt oder irgendwie den Grundleuchter runterknallt oder irgendwie aus einer Kanone spicken lässt. Das ist das Witzige. Und ich bin wirklich jetzt auch, ich habe die letzten zwei nicht so gefühlt, und da habe ich jetzt wieder mehr, merke ich, so Geduld und die Muse, um einfach durch die Levels zu laufen. Und die Levels, ich finde die, ich bin jetzt im dritten. Ich finde die sind hure geil. Du hast schon gesagt, das erste ist so irgendwie Dubai, wirklich so der Wolkenkratzer und du siehst die anderen aus den Wolken, wirklich wortwörtlich Wolkenkratzer, du siehst sie aus den Wolken rausschauen und so, hure geil aus. Riesengroßer Level. Und der zweite ist noch viel geiler. Das ist so wirklich Agatha Christie, so ein altes Anwesen, Murder Mystery. Und du kannst dann wirklich einfach im Bock hast, einen Mord aufklären. Kannst dich so als Detective tarnen und dann kannst du den Mord so aufklären. Geil. Völlig optional. Aber also, bringt dann natürlich dann wieder einen Vorteil für dein eigentliches Ziel. Und es sieht so geil aus. Und dann die nächste Mission ist irgendwie zu Berlin, so eine Party bei einem verlassenen Atomkraftwerk. Und das nächste ist dann irgendwo in China in einer Grossstadt. Und sieht einfach alles mega geil aus, wirklich ein riesen Level, wo mega viele Möglichkeiten. Aber ich weiss nicht, wieso ich gegangen ist. Ich bin im Fall immer, ich finde die guten Möglichkeiten dann irgendwie nicht. Also weißt du, und ich weiss nicht, wie ich sie umsetzen muss. Ich sehe dann irgendwas. Kannst du nicht? Da kann ich doch jetzt irgendetwas machen. Ich finde dann aber nicht raus, welchen Typ ich muss wie hinlocken oder welchen Stromschalter ich müsste umlegen und dann habe ich dann einfach schlussendlich nicht gemacht. Du kannst doch quasi wieder Achievements schauen, in den möglichen Achievements, die du kannst bekommen kannst. Stimmt, irgendwie das kannst du machen, und das gibt dir so ein bisschen eine Idee. Also das habe ich bei dem Tutorial gemacht. Ich habe gemerkt, oh, irgendwie kann ich den Scheisse verdränken. Ich werde jetzt das machen. Ah, das stimmt. Und dann hast du zuerst einen guten Rattengriff suchen, dann nimm das ins Glas rein, und dann ist ihm schlecht geworden, dann ist er auf die Scheisse, dann gehst du hinten hin, während der Kürbel drückst. Du guckst mit der Grind rein. Kannst ihn aber auch irgendwie mit dem Rettungsboot irgendwie, weißt, das Rettungsboot manipulieren, damit es mal auf den Grind geht. Und ich finde es super. Es ist so lustig. Ja, du kannst immer wieder so Hinweise finden, die du kannst lesen. Aber die sind, wenn ihr mich fragt, und ich weiß nicht, ich habe erst eine Mission gespielt, in den letzten zwei Teilen eindeutiger gewesen. Also dort hast du dann wirklich, haben die Hinweise so gesagt, oh, jetzt gehe ich GC und mach das. Und im Neuen ist es nicht so eindeutig. Es ist mehr so, ihm könnte schlecht werden und du musst noch ein bisschen eigene Denkleistung erbringen, um dann mit diesen Hinweisen etwas anfangen. Und was in den alten Teil doch auch immer war, und da bin ich mir auch nicht sicher, habe ich den Knopf noch nicht gefunden, ist, du hast gesehen, wo deine Ziele sind. Die sind so Witcher-mässig rot umzeichnet gewesen. Und das ist im Neuen nicht so. Mit Control. Wenn du auf Control bleibst, hast du so einen Witcher-Sicht. Ah, wirklich? Gibt's das so im Neuen? Ich habe nicht entdeckt. Ja, ist mir jetzt auch so gegangen. Das Spiel hat einem auf jeden Fall nicht darauf angewiesen, wo der Knopf wäre bis jetzt. Man hätte vielleicht Tutorial sollen spielen, Philipp. Ja, aber es ist ja nicht mehr rum. Wenn er es im Menü gefunden hätte, ja. nein, mit Control kannst du das machen. Dann siehst du ihn rot umrahmt und so. Und du siehst auch, was für Objekte kannst du damit interagieren und so. Okay. Die sind dann auch so ein bisschen Witcher-Sense-mässig. Okay. Weil das habe ich auch noch nicht gefunden. Und ich bin ja einfach ein riesen Hitman-Fan. Ich habe den ersten Teil schon mega lässig gefunden und den zweiten Teil schon mega lässig gefunden und habe mich jetzt auch wieder mega auf den dritten Teil gefreut. Und auf die einen Seite bin ich immer so ein bisschen traurig, dass sich so nichts ändert. Also Teil 3 könnte ganz so gut Teil 2 oder Teil 1 sein. Es sind einfach mehr Episoden. Und auf die andere Seite bin ich auch immer so ein bisschen glücklich, noch ein paar mehr Episoden überzukommen. Oder ich bin da so wie die Leute, die man einmal auf die einen Seite der Firma vorwirft, die machen nie etwas Neues und auf die andere Seite mega happy sind, wenn sie einfach ein bisschen more of the same überkönnt. Aber ich finde eben gerade, mir haben die wirklich, ich habe die alten, haben mir mehr gefallen, weißt du, die noch einen Namen hatten, oder, bevor sie mit dem Eisen angefangen haben. Weil die sind ein bisschen linearer gewesen, oder? Du hast wie eine Story gehabt und hast dich einfach von Level zu Level gekämpft und es war weniger die Idee gewesen, dass du den Level 20'000 Mal spielst. Und für mich ist wirklich, hat wie so ein Ziel gefehlt im ersten und beim zweiten, weil es ist einfach so, schau da, wir haben ein riesengroßes Spielfeld, Sandkasten gebaut für dich, Spiel.
Und da habe ich jetzt wirklich, beim dritten hat es mich jetzt ein bisschen mehr, ich finde, es hat jetzt wieder mehr Story und es wirkt für mich wieder ein bisschen geführter. Und das, es ist schon so, wie du sagst, es ist nicht ein riesen Unterschied, aber für mich ist es gerade so viel, dass es mich jetzt wieder viel mehr motiviert. Ich fühle mich einfach so, eben, ich sehe sich ein Rüebli vorne dran und es ist halt ein das bisschen geleitet. Aber natürlich, wenn du sobald die Mission fertig hast, eben, fragt sie eigentlich, willst du sie gerade nochmal machen, oder? Und ich finde so, nein, wo geht es zur nächsten, oder? Ja, aber das, ich meine, das ist eine, du hast das ja lieber, wenn es wirklich so eine Story hat und du einen Sinn im grösseren Ganzen drin siehst. Und für mich muss es das gar nicht haben, weil dann ist das Level die Story. Das finde ich halt eben schon. Das finde ich, das ist das, was Games für mich ganz, ganz im Fundamentalen ausmachen. Du triffst Entscheidungen, du sagst, wo das durchgeht, du sagst, wie es das sieht. Du hast nur die Aufgabe, bring den um. Aber wie? Ist doch scheißegal. Und das geil ist, es zeigt dir natürlich sämtliche Tooltips an, die du könntest machen. Du kannst natürlich dann schon irgendeinen random Gast über Trailing rühren. Nur ist das einfach vielleicht nicht gerade die beste Idee, um das zu machen. Aber du kannst es. Es ist nicht, dass du es nicht kannst. Und das finde ich recht cool an dem Game, dass du wirklich, du musst irgendwie zum Ziel kommen. Mir ist die Story eigentlich gleich, oder? Also wirklich, ich bin der Agent, das ist mein Auftrag, fertig, so, weißt du? Ne? Und ich finde, ich finde auch, also ich mag mich erinnern, am letzten Hitman hat es doch so ein Formel-1-Level gegeben. Hammer! Und dort bist irgendwann habe ich mich so als pinker Flamingo getarnt und bin der Amok-Flamingo gsi und habe einfach eine hure AK in die Hand genommen und habe es als Shooter gespielt. Und dass das auch geht, finde ich eben recht geil. Also, absolut. Das ist eben, also ich finde auch hier wieder die also ich weiß gar nicht, wie viele Levels es hat, aber es hat noch recht viele ausgesehen. Die sind wirklich, die bauen so gute Sandkästen. Also ich finde auch, dass sie sind so riesig, auch bei der in Berlin. Das ist wirklich, du findest so, dann schaust du die Map an, dann siehst du, shit, es geht noch 4 Stück auf und 4 runter oder so. Also weißt, und dann irgendwie, dann hat es dort irgendwie einen komischen VIP und außen dran noch irgendwie die Juice Bar, aber du kannst ja noch irgendwie unterirdisch und aufs Dach raus und überall hat es Sachen. Also ich finde es ist witzig, also ich wirklich. Ich bin auch übrigens, das haben Sie sicher auch mitbekommen, die machen ja das James Bond Game als nächstes. Hey, finde ich voll was für eins? Wie? Was für das James Bond Game? Sie haben auch die Lizenz für das James Bond Game. Ich weiß nicht, ob es verbunden ist mit einem neuen, mit dem, nein, vermutlich nicht, der kommt ja schon nächstes Jahr, der Film. Der ist ja schon fertig sogar, der Film. Aber von dem her, die mit den Hitman, also meine, das, jetzt, oder, das vermutet natürlich jetzt jeder, dass man so ein bisschen auf der Basis von einem Hitman, ein James Bond Game, also da sehe ich, da sehe ich noch viele Symbiose, also das könnte geil werden. Mich hat Killing Eve, ich habe über die Serie auch schon mal geredet, von der Phoebe Waller-Bridge, hat mich immer an Hitman erinnert, weil das ist ein Auftragsmörder und die kommt auch mit sehr kreativen Geschichten hinführen, zumindest in der ersten Staffel oder in den ersten zwei, wie sie die Leute umbringt. Und da channel ich ein bisschen meine innere, wie heisst sie? Ich habe den Namen von der Ding vergessen, aber einfach von der Killing Eve-Protagonistin, die ist so gut, die Mörderin. Ja, genau. Also das ist Hitman 3, ist PC und Konsolen, oder? Ja, mal, das muss Konsole sein, der Kollege zuerst. Ist übrigens noch ein kleiner Shitstorm gewesen, wegen, es ist ja jetzt Epic Store, Epic Games exklusiv. Ja, genau. Exklusiv, ja. Das heisst, du kannst deine Spieldings nicht so easy, also in das 1, 2 und 3 hast du eigentlich immer so können zusammensetzen und dann hast du können alle spielen. Und weil es jetzt im Epic Store ist, ist das nur ganz so einfach, wie sie es eigentlich die ganze Zeit versprochen haben, dass es wird sein. Ja, ich kann nicht einloggen. Wenn du Teams 1 und 2 hast. Ja, dann kannst du dort spielen in dieser Engine, oder? Aber die Zeiten geht, bei mir ist die Zeiten bis jetzt nie gegangen. Dort, wo steht, du deine hinzufügen, oder? Und die geht einfach nicht. Also vielleicht geht sie. Hä, aber ich kann im Fall können, also ich habe das 1, habe ich gemerkt, das 2 habe ich nicht. Ich habe das 1, glaube ich, mal gratis im Epic Store irgendwie dort redeemed. Ah ja gut, dann aber hast du schon im Epic Store. Wenn du dort hast, ist es egal, aber wenn du es hast, ist das Problem. Über Transformieren. Und das vielleicht noch als letztes schnell. Ich hatte gestern in dem ersten Level schon recht viele Bugs gehabt, muss ich sagen. Wo aber, glaube ich, ein bisschen normal ist, wenn es halt einfach noch so neu ist. Es wird sicher noch hinterher patcht. Aber bei mir ist dann, ich habe auch den Drink vergiftet und er ist einfach ewig davor stehen geblieben und hat nie getrunken und dann ist nichts mehr weitergegangen. Und alle anderen, die in diesem Raum sind, sind dann auch so stehen geblieben und haben sich nicht mehr bewegt. Und
Oder ja, gut, aber. Ich habe eine Sonnenbrille angehabt und immer wenn du in den Spiegel schaust, ist es eine normale Brille und so. So kleine Fehler, die mir überall aufgefallen sind, hat es noch drin, aber das ist ein Online-Game. Also auch, du kannst es fast nicht offline spielen, es wird dir nichts angerechnet. Das wird alles gepatcht. Naja, hm. Ja, wird sicher gepatcht, oder? Mir ist mehr aufgefallen, das ist halt eine Simulation, oder? Wirklich eine riesige. Und wie es halt, ich glaube, schon der Alte so war, die läuft nicht immer gleich gut. Ich habe nämlich bei meinem in der Disco, dann hat, aber ich kann 1000 Mal gleich vorbeilaufen, manchmal hat er mich gerade gesehen und dann wieder irgendwie nicht und dann findest du, wie muss ich denn vorbeilaufen? Das, weißt, irgendwie, das hat keine Logik dahinter gehabt, einfach manchmal hat das einfach geschnallt und manchmal nicht. Ja. Und die Leute sind eh dumm, aber ich glaube, sonst würde es nicht funktionieren, die Simulation. Nein. Definitiv. Wirklich, dann schmeißt du am Ende irgendeine Dose an und 2 Meter vor dir merkt nichts. Oder? Und vor allem quatscht so steig auf seiner Runde immer mit ihm. Aber nachher ist er plötzlich nicht mehr dort. Ja, passiert ja. Halt. Ja, ich habe letztes Mal irgendwie den Scheisse einen auseinandergenommen, dann kommt immer wieder einer rein und dann habe ich die wieder auseinandergenommen, dann mache ich die Tür wieder auf, ist wieder einer raus. Und dann, weißt du, anstatt das wegsäckeln, kommen jetzt rein, hey, geht's gut? Ja, gut, das. Und dann habe ich die ganze Scheisse mit 4 Leichen gefüllt gehabt. Und ich wusste, was ich soll machen. Apropos WCs, völlig unlogisch, in diesem Club, ich habe dann irgendwie den Schlüssel bekommen für all die Türen und die WCs sind alle abgeschlossen, aber es ist niemand drin. Was ist das für ein Club? Wieso sind die WCs das abgeschlossen? Ist Alter, Philipp, bist du noch nie in Zürich auf das WC in einem Club? Die sind alle am Koksen dort drinnen oder so. Aber es ist schon niemand drin. Ich mache ein Türchen ja, auf. Ja, das machen sie wegen dem, damit sie keine Drogen nehmen, weißt du? Also mir ist aufgefallen, während Corona sind ja auch sehr viele WCs einmal abgesperrt. Okay. Was ich sehr speziell finde, weil dann mehr Leute auf die gleichen WCs. Aber die Sinnhaftigkeit von diesen Massnahmen... Das ist ein anderes Thema. Also komm, ich kann nur noch zwei, aber nur ganz kurz erwähnen, für die es einfach interessiert. Und zwar Ford Triumph, das ist so eine Mischung aus Heroes of Might and Magic und XCOM. Also es ist wirklich, es ist wie das Fantasy rundenbasierte Strategie-Game, wo du so top-down dein Rössli siehst und dein Schloss so kannst aufrüsten und so und dann reitest du um und kannst irgendwie Diamanten und Zeug sammeln, so Ressourcen und dann Monsterli bekämpfen, die dann in den Kampfmodus wechseln. Und dort ist es dann aber eben ist wirklich XCOM. Du hast irgendwie deine paar Helden, die dann so rundenbasiert miteinander kämpfen kannst. Und es baut extrem auf die Interaktion mit Objekten. Weißt du, du kannst der einen kann Wirbelwind machen, damit ein Stein umgeht und dann knallt der andere auf den Grind. Und du machst so fast den meisten Schaden, indem du die Leute irgendwie an einen Stein ziehst oder einen Stein auf sie rührst und sie deplatzierst. Recht lustig. Du tust nicht irgendwie deine Monster züchten, sondern hast wirklich Helden und wenn einer stirbt, dann ist der weg, dann musst du wieder einen neuen holen. Ich finde es recht witzig. Grafik finde ich mittlerweile auch schicker, ist eigentlich relativ simpel, aber das ist Ford Triumph auf Steam und das andere ist jetzt im Early Access Everspace 2 und das ist ja wirklich so Raumschiffli Action Game, aber jetzt mit Open Worlds. Das erste war noch so ein bisschen Roguelike gewesen, wo du einfach hast einfach versucht, so weit zu kommen wie möglich. Du bist immer so von System zu System geflogen, hast einfach alle Piraten abgeschossen, Ressourcen gesammelt und wenn es dich gehabt hat, hast du einfach mit dem, was du erbeutet hast, hast du also das Raumschiff ein bisschen upgraden. Und jetzt ist es einfach ein Open-World-Game, wo du irgendwie wirklich Quests hast, dann fliegst du irgendwo hin, suchst irgendetwas, musst irgendwie vielleicht irgendein verlassenes Raumschiff irgendwo eine Batterie finden und irgendwo rein tun, damit das Tor aufgeht, damit dort du irgendeine neue Waffe findest und läuft schon wirklich recht gut, also spielt sich schon recht geil für Early Access. Wirklich halten mich nur davon ab, dass sie ziemlich sicher 12 Games löschen. Das motiviert mich dann einfach nicht. Aber sonst sieht es mega geil aus. Ja, cooler Space Shooter mit Upgrades und Zeugs und Sachen. Kann ich empfehlen. Ich habe noch Ding angefangen zu spielen. Ist aber schon ein älteres. Wie heisst es? Jetzt muss ich das noch Double haben. Weißt du, im Game Pass? Device 6? Ist das für dich? Das Gleiche. Wie? Device 6. Ah, das habe ich reingeschrieben. Ah, das hast du reingeschrieben. Ich habe eben meine Notizen wieder mal nicht gemacht. Do you like the Xbox App? No, not now. So. Das macht Sinn, gell? Wayfarer. Spiritfarer, ja. So heisst. Du hast, glaube ich, auch mal gespielt, Phil. Ja. Es ist so ein... Der Yahtzee Crusher von Zero Punctuation hat das als Seas Game of the Year betitelt. Und auf ihn höre ich einfach immer, weil der verreist einfach jedes AAA-Game und so. Das ist wirklich auch ein empfehlenswertes Ding. Die Yahtzee Crusher von Zero Punctuation. Und er hat das als Game of the Year. Und ist so ein,
ja, wie willst du sagen, wieso nicht Animal Crossing, sondern wie hat das andere geheissen da, wo man auch so seine Farm, man musste Stardew deine Farm Valley aufbauen. Stardew Valley, genau. Es ist Stardew Valley, einfach auf einem Schiff, wo du nachher von Punkt zu Punkt fährst. Und die Story dahinter ist, es ist recht tragisch, weil du musst so Geister erlösen, die quasi in den Tod übergehen und so. Und du musst zuerst mal die Geister alle finden und dann nachher kommen die auf die Schiff und hängen sie mit dir und so. Und am Schluss musst du sie dann aber wirklich auch abliefern. Und das ist wirklich, es ist mega schön gemacht von der Grafik her, also sensationell gezeichnet und von der Mechanik easy. Es ist so ein bisschen, man kann locker auch einfach einen Podcast dazu hören, ganz ehrlich. Also es ist nicht, cool. Völlig nicht stressig. Hat mir auch gefallen, Spirit Fair. Auf dem Game Pass, natürlich wieder mal, damit wir ihn erwähnt haben, ganz am Schluss. Es gab jetzt das Geld nicht, du weißt es doch. Ja, also, das ihre Millionen nicht. Microsoft könnte uns wirklich mal einladen nehmen, da hinten oder rein. Also, wenn die Beizen wieder aufhören, könnten sie uns wirklich mal. Nicht schlecht. Ich hätte auch noch eins, falls ich darf, das ja, hinten dran fügen. Snowed Royale ist ebenfalls am Mittwoch rausgekommen. Ist ein genau. Spiel aus der Schweiz. Ich habe es auch, ehrlich gesagt, schon recht viel gespielt. Macht noch Spass. Ist so eine Multiplayer-Schneeballschlacht. Ich finde den Zeichenstil recht cool. Da haben sie sehr schön getroffen. Die ersten Levels, die bis jetzt schon frei sind, ist immer im Weissen Haus. Der Trump läuft noch rum und lässt ein paar lustige Sprüche laufen, aber im Grunde genommen ist es, gibt es drei Modi. Es gibt ein Deathmatch, ein Capture the Flag und ein Battle Royale. Und du kannst einfach, also es ist gratis für ein Handygame, gratis für iOS und Android und kannst noch so unter Kollegen ein bisschen Schneeballschlacht machen. Ich finde eigentlich, es passt mega gut. Erstens zum Sturm aufs Kapitol, genauso wie zum Auszug gestern oder vorgestern und zu der aktuellen Wetterlage. Also es mutmässig finde ich es gerade recht schön und gute Abwechslung. Cool. Wie heisst? Sag mal schön, wie es heisst. Snowed Royale. Okay. Road. Snowed. 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 Ich bin jetzt eben da gerade am Suchen, im Gamester, im Appster, Clash Royale for Royale. Also, dann ist doch gut, dann machen wir doch da Ende im Gelände. Dann, du schreibst es nachher nicht. Ja, mach es hin. Martina, danke für mal, dass du dabei bist. Und Simon, dir natürlich auch für deinen wertvollen Einsatz an deinem eigentlich freien Tag. An meinem eigentlich freien Tag? Ich habe Geburtstag übrigens, gell? Oh, happy birthday! Hat mir niemand gratuliert. Ja, du siehst so ein bisschen spät. Ich bin auch nicht mehr auf Facebook, dann sehe ich das nicht, weißt du? Ah. Danke vielmals. Ja, es wäre einfach auch im Redaktionschat, hat mir schon jemand gratuliert und den willst du lesen. Oh nein, das ist nicht. Nein. Das wird ihm so vollgespammt dort. Ja, ich weiß. Du, jetzt habe ich auch noch ein bisschen, ja, ich sollte es eigentlich nicht sagen, ich kann heute Ferien eingeben, aber ich habe gefunden, wenn wir schon so einen wunderbaren Gast haben, dann muss ich mich natürlich da Zeit nehmen. Das freut mich sehr. Es war sehr spassig mit euch. Vielleicht hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Ja, sicher. Ja, voll. Vielleicht auch mal in Nacht, oder? Ja. Das wäre natürlich noch schöner. Oder sicher auch mal wieder als Gast oder so, oder? Ja. Wo finden wir deine Sachen? Die findet man alle online auf dem SRF, aber am besten also auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital heißen wir. Wir haben eben zwei verschiedene Podcasts, die findet ihr alle auf Spotify und ihr findet uns schon, wenn ihr wollt. Tipp. Genau, bei uns ja auch, findet ihr alles auf digitech.ch oder eben in der Podcast-Beschreibung haben wir es meistens auch drin. Dann ja, danke fürs Mitmachen, danke fürs Zuhören. Tschüss miteinander. Tschüss.